Meinst du, dass das Model S Plaid ist irgendwie wirklich für alte Säcke? Das ist garantiert nur für alte Säcke, weil nur alte Säcke haben so viel Geld. Ja. Hallo liebe Tesla-Freunde und Freunde der Mobilität, das sind wir wieder. Caro Reiter. Markus Meinenschein. Noch nicht ganz so alt wie auf dem Thumbnail. Ja. Wir haben wieder eine neue App entdeckt, ja. Ihr müsst da einfach durch, ja. Wir haben noch eine, ja. Wir haben das Bitcoin-Thema noch, ja. Ich glaube, dann machen wir es, glaube ich, jung, gell? Ja, dann machen wir es jung, genau. Aber ist halt so, wenn alte Säcke, wenn ältere Männer... Zeit haben und Blödsinn machen, dann ist das so. Ja, genau. Und dann will ich einfach mal den Gabor fragen, was er von dem neuen Model S genau. Also ich denke, die meisten von uns werden da schon sich eingelesen haben und das ist jetzt ja schon ein paar Tage her. Ich glaube, am 11.06. wurde es vorgestellt, jetzt irgendwie so ein Live-Event wieder, Elon-mäßig, ist ja mit dem Auto reingefahren. Und interessant finde ich jetzt auch nochmal vorweg, dass natürlich jetzt jeder bei Tesla erwartet, so wie wissen bei Apple, dass jetzt irgendwie ein radikaler Wechsel kommt oder irgendwas Neues. Also das Auto hätte fliegen müssen quasi, das ist so. Mhm. Und die meisten finden, dass irgendwie gar nicht so viel passiert ist. Aber eigentlich ist schon relativ viel passiert im Inneren, ja, also so, was man jetzt noch gar nicht kennt. Also ich war enttäuscht, wo ich das gesehen hatte, die Show. Ja. Ich dachte, da ist ja nichts. Ja, stimmt. Was ist denn das? Ja? Also das Lenkrad, das abgebissene Lenkrad. Ja. Also wenn man jetzt vergleicht, sag ich mal, mit dem Cybertruck, wo da auf jeden Fall was Revolutionäres da war, war das schon natürlich jetzt so langweilig, dann ziemlich, ja. Allerdings, also wie du sagst, diese Yoke, ne? Also dieses Flugzeuglenkrad. Ja, ich blende euch mal ein paar Sachen ein, ich habe das hier auf dem Laptop drauf. Ja, also das ist auf jeden Fall jetzt mal bleiben wir gleich beim Interieur, ne? Also was hat sich innen geändert? Also wir haben jetzt dieses Lenkrad, was sowieso meiner Meinung nach in Deutschland nicht zugelassen wird, also nicht so schnell, also das werden wir uns, glaube ich, verabschieden können davon. Warum nicht? Ich weiß nicht. Also ich glaube eher, ich bin mir nicht sicher, man müsste jetzt natürlich jetzt noch nachlesen, es gibt ja so Vorgaben, was erfüllt werden müssen, aber ich glaube Lenkung und Bremse, das sind zwei sehr, sehr wichtige Punkte grundsätzlich, die müssen sowieso abgekoppelt werden von der ganzen anderen Elektronik und selbst wenn das Auto nicht mehr fährt elektrisch, dann musst du lenken können und bremsen können, das sind wichtige Punkte. Und ich glaube eher die Haptik, wenn du dann wahrscheinlich in Notsituationen da das Lenkrad quasi aus der Hand schlägt, dass dort ein Problem geben könnte, eher mal als, also bilde ich mir jetzt mal so ein. Habe ich nicht in den USA schon gesehen, dass ein paar ausgeliefert worden sind? Ja, USA ist das anderes, genau. USA ist, glaube ich, ein bisschen anders. Also USA ist grundsätzlich toleranter in solchen Sachen. Würdest du das Lenkrad so haben wollen oder würdest du dann ein richtiges Lenkrad nehmen? Ich würde es ausprobieren wollen. Also ich würde es nicht blind kaufen mit dem Lenkrad, ohne vorher getestet zu haben. Ich kann mir vorstellen, dass es spaßig ist, weil was viele behauptet haben, ist natürlich, dass die Durchsicht nach vorne ein ganz anderes Gefühl ist, ja, weil du einfach mehr siehst. Und gerade dieses Frontscreen, also Model S hat ja noch vorne was, da hast du eine freie Sicht drauf. Aber letzten Endes ist schon eine Gewöhnungssache. Ich habe eigentlich erwartet, also vielleicht gar nicht so lange beim Lenkrad aufhalten, aber ich habe eigentlich erwartet, dass, es wurde mal gesagt, dass wenn das Auto langsam fährt, also quasi beim Rangieren, beim Einparken, dass eine halbe Drehung quasi anders übersetzt würde und dadurch quasi eine volle Drehung machen würde, um auch nicht auf der Runde zu fahren. Ist aber angeblich nicht so drin. Okay, also was ist wichtig beim Blade? Also was wichtig ist eher, also, genau. Okay, was jetzt mal im Interieur zu bleiben. Genau. Also das dritte Display ist, glaube ich, erstmal so aufgefallen. Das ist jetzt zwar nicht so wichtig, ja, das ist ja so eine Entertainment-Geschichte, aber zu dem Hauptbildschirm, also zum Entertainment-Bildschirm, hat sich halt die Technik, also das ist ein riesengroßer Schritt. Und gerade wenn man zum Beispiel, das ist auch der Punkt, gerade wenn man sieht, was die deutschen Hersteller für ein Display abliefern. Ja. Also langsam, also wirklich selbst mein Model S von 2016 hat die Technik ja von 2011 mit Autopilot 1. Selbst das ist ja viel, viel schneller als zum Teil, was momentan abgeliefert wird von anderen Herstellern. Was du übrigens auch verkauft hast. Ja. Du hast ein neues Auto, gell? Aber das stimmt. Das ist das nächste Video. Das stimmt. Ja. Aber wie gesagt, also da merken wir enorm, wie weit Tesla voraus ist. Ja. Und das ist nicht nur einfach so einfach irgendwas reingeknallt, ist ja mal so ein Prozessor mit i9 oder irgendwas, dann viele sagen, ja, mein Rechner zu Hause ist auch schneller. Mhm. Aber das muss natürlich erstmal so machen, dass das Teil ja auch bei minus 30 Grad und plus 50 Grad auch funktioniert. Ja. Und angeblich ist sogar die Leistung, also die Grafikkartenleistung auch so eines PlayStation 5 vergleichbar. Also da kommen ja auch tatsächlich Spiele drauf, die unglaublich hohe Anforderungen haben und das auch bewältigen können. Die ganze GUI, also dieses grafische User Interface, ist ganz anders geworden. Wir werden sehen, wir werden das anpassen können. Wir werden verschiedene Bereiche, sieht man in dem Video relativ gut bei Tesla, Bereiche verschieben können, von links nach rechts. Mhm. Also das ganze Menü ein bisschen angepasst. Wir werden auch ein paar Menü-Icons auch unten in die Leiste schieben können. Also da hat sich schon einiges getan, was auch gut ist. Das ist so ein Fortschritt. Ich hätte sogar erwartet, dass Tesla vielleicht mal so ein Add-on, so ein One More Thing, ja, raushaut und vielleicht so eine Art App Store rausbringt. Mhm. Also was damals beim iPhone so beim 3GS rauskam, das hätte ich gedacht, dass sie jetzt irgendwas sagen, komm, wir machen das jetzt irgendwie
frei quasi, ja, für Entwickler, und dann können die Leute dazu was entwickeln. Wahrscheinlich braucht das noch ein Weile. Okay, was haben wir noch? Hinten, das im hinteren Bereich haben wir jetzt auch ein Display, was übrigens von der Grafik, ich glaube, das ist tatsächlich nur ein Display und wird gespeist von der CPU vorne, oder von dem GPU vorne. Und, aber hinten soll eine sehr, sehr gute Auflösung sein. Und also nicht herausnehmbar, also fest. Ja, und dann halt natürlich softwaretechnisch ein bisschen angepasst auf die Bedürfnisse der hinteren Mitfahrenden. Also quasi, du kannst Video gucken, glaube ich, sogar während der Fahrt. Das hat er, glaube ich, dazu gesagt, hinten Video läuft. Natürlich Klimabedienung, alles ja, was wobei so, wahrscheinlich ja. Die Leute nicht dauernd immer runtergucken wollen während der Fahrt. Ja, ich denke auch. Also, kann es ja auch schlecht werden dabei. Ja? Und der Bildschirm ist so groß, dass man wieder nicht. Ne? Also ich weiß nicht, ob das ein Verkaufsargument ist, jetzt ja. Dahin ein Display zu haben. Ich glaube, es war einfach an der Zeit, der gesagt hat, komm, wir machen was Neues. Aber ich glaube, es wirklich wichtig ist, das, was du am Anfang gesagt hattest, dass es wirklich sehr schnell und intuitiv ist, das Display. Ja. Und vor allem, wenn man es vergleicht direkt mit der Konkurrenz. Man muss das so sehen, ganz genau. Die Menschen, die, sagen wir so, die vielleicht in unserem Alter sind, die kommen ja von Displays, die total langsamer früher waren. Also eigentlich sind alle Displays langsam, die heutigen Autos. Also man darf jetzt nicht sagen, die anderen machen es besser, sondern also fast alle Displays sind langsam. Tesla macht einen enormen Sprung nach vorne. Also das ist wirklich sehr performant, das Ganze, und funktioniert auch und sehr einfach zu bedienen, so Apple-like ein bisschen. Ne? Und die anderen irgendwie, denkt man, also beim Porsche Taycan, wenn man das so sieht, denkt man, das ist irgendwie aus den 90ern. Also das ist ein riesengroßer Unterschied, wenn man von einem Auto zum anderen springt und dann das anguckt, da können die noch 4, 5 Displays einbauen, noch für viele, aber die Qualität wird dadurch nicht besser. Und das ist wieder, wo ich immer sage, Tesla ist halt ein Softwarehersteller, also kommt aus der IT und machen halt einen fahrenden Computer. Und die anderen sind halt Autohersteller und versuchen halt einigermaßen Computer da reinzubauen und zu adaptieren, was halt schwierig ist. Da sehe ich viele Leute, oder ich streite in Anführungszeichen mit vielen, diskutiere mit vielen Leuten drum, dass ich Tesla eigentlich gar nicht als Auto sehe, sondern ich sehe Tesla tatsächlich als fahrenden Computer. Weil das hast du jetzt noch nie auf diesem Kanal gesagt. Habe ich noch nie gesagt, ja. Aber ich sage es immer wieder, weil... Aber noch, dieses Jahr noch nicht, letztes Jahr auch noch nicht. Genau. Und das ist tatsächlich der entscheidende Punkt. Die ganzen Sensoren, die im Auto verbaut sind, ob das Kameras sind, ob das Regensensor, alles, was Tesla so bietet, ist irgendwie miteinander, wie so ein Gehirn zentral miteinander vernetzt. Und Tesla kann durch die Software, durch die Programmierung nachher alles Mögliche daraus bauen. Also sie können sagen, wir haben die Informationen, wir haben die Inputs und können alles zusammen machen. So, was haben die traditionellen Autohersteller? Die haben autarke Systeme. Also so ein Regensensor liefert halt Porsche oder was auch immer und hat ein autarkes System, wo du gar nicht verändern kannst. Du kriegst halt einen Input, okay, es regnet, und dann gibt es ein Relais, ein schaltet ein oder aus. So. Und Porsche baut das einfach nur und macht daraus ein Touch-Interface, meinetwegen, auf ihr Display. So, und das war's dann. Aber die können nicht sagen, dass morgen zum Beispiel der Regensensor zusätzlich noch was anders machen können soll. Ja, also das können die nicht, weil das einfach, die können nicht in die Software und in die Funktion eingreifen. Ja, gut, das wird der Bosch anrufen. Genau, die müssen Bosch komplett neues wieder programmieren, bauen, natürlich ausliefern, so nächste Modelle kommen da rein. Und Tesla liefert einfach die ganze Sensorik und kann dann sagen, morgen kannst du halt mehr, weil wir haben den zentralen Zugriff. Und das macht das Auto halt zu einem fahrenden Computer und nicht zu einem Auto, was einzelne viele kleine Computer hat. Ich habe ein Video gesehen in den USA, wo einer das frisch gefahren ist, das Model S, auch mit diesem Lenkrad, mit dem halben, gesagt hat, irgendwie habe ich das Gefühl, ich sitze in einem neuen Jahrtausend-Auto. Ja. Und alles andere, was ich vorher gefahren habe, ist eigentlich letztes Jahrhundert, letztes Jahrtausend. Das gleiche Gefühl hatte ich 2016, wo ich alle erste genau. Model S gefahren habe. Ja, das haben wir damals auch gesagt. Ja. Ja. Und jetzt das neue Model S zum alten Model S genau. ist dieser Step gewesen. Richtig. Ja, gut, unter der Motorhaube, ne? Der Motor. Ja, wir haben noch so ein paar Sachen, also so Interieur, also wir haben ja dieses Noise Cancelling. Da bin ich erstmal sehr gespannt drauf, das wird auch so oft unterschätzt. Tesla versucht jetzt auch durch Technologie, durch Interferenz, praktisch die Geräusche von was vom Wind kommt und von den Reifen auszugleichen. Also durch quasi dieselbe Technologie, was in den Apple AirPods drinsteckt. AirPods Pro. Und das AirPods Pro, Entschuldigung, genau. Und das funktioniert tadellos, muss ich sagen. Ich habe das im Flugzeug schon gehabt, überall, das ist phänomenal gut. Ja. Und dieselbe Technologie soll die Geräusche ausblenden oder sagen wir, die Geräusche interferenzmustermäßig ausgleichen, dadurch die Höhen und die Tiefen praktisch dann wieder gleich machen und dadurch unhörbar machen, sagen wir mal so. Ja, also es gibt bestimmt Leute, die das besser ausdrücken als ich. Aber wir haben es ja schon, wir wissen es ja auch. Genau, und das finde ich halt, also wenn das wirklich saugut klappt, dann bin ich echt gespannt. Also was ist das für ein Feeling, das sind. Aber trotzdem hat es ja auch doppelte Scheiben, ne? Seitenscheiben sind alle doppelt, Windschutzscheibe, weiß ich gar nicht. Ja, mittlerweile Doppelverglasung auf jeden Fall. Also da wird schon einiges ruhiger sein als im jetzigen Model S. Richtig, richtig. Ich fahre meins übrigens immer noch und jetzt wieder zum ersten Mal, jetzt nachdem ich 2 Monate Wohnmobil gefahren bin mit Diesel, fährt das nicht schlecht. Also ich brauche kein neues. Obwohl ich jetzt, wo ich das gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, ach geil, ja.
Aber das Auto ist immer noch Bombe. Also ja. Ich warte auf meinen Roadster. Ja. Ja, auf den warte ich. Das ist. Und den. Ja. Das ist nicht weit weg von M-Play. Also technologisch gesehen, ich denke höchstens, dass sie vielleicht ja, 80er Akku kommen. Genau, das hat er ja noch nicht dran jetzt. Genau. Der hat ja noch die alten Akku. Genau, kommen wir mal zum Akku. Genau, kommen wir zum Akku. Also was hat sich da geändert? Also es ist noch nicht 100% nach meinem Kenntnisstand, aber ich glaube 18650er bleiben die, 18650er, genau. Zellen bleiben da drin und das bedeutet eigentlich, dass sie aber auch an der Zellchemie was geschraubt haben. Die haben auch ein bisschen vergrößert. Mhm. Was aber entscheidend ist, glaube ich auch, dass die jetzt diese ganzen Blöcke, den ganzen Akku mit integriert haben, in ihr Chassis integriert haben und das ganze Ding halt noch steifer, also noch sicherer gemacht haben als vorher. Vorher war es ja eigentlich nur unter drunter gelegen und eine Platinplatte drüber oder drunter, damit das untergeschützt ist. Ja, da haben sie noch das Wechselakkusystem ausprobiert gehabt, damals. Ist ja noch ganz genau. Von damals. Aber es entspricht praktisch meiner Vorhersage, wo ich gesagt habe, die neuen Zellen, die 4680er, die werden als erstes im Roadster sein, in dem Roadster. Und nee, als erstes Model Y. Vermutlich Model Y. Ne? So. Werden wir sehen. Wir werden sehen, genau. Wir was werden wir sehen. Ja. Aber ich tippe mal, dass tatsächlich die 46, also mein Tipp, 4680 aus Berlin, stammende Model Y, da kommen die rein und dann wird das geguckt und dann werden die Roadster gebaut. Tippe ich mal. Die Roadster werden schon vorher gebaut, weil die werden nämlich aus dieser Pilot Plant aus Kalifornien gebaut. Ja gut, das weil diese ja. Pilot Plant ist schon die 10th Batterieproduktion der Welt. Stimmt. Die Pilot Plant von Tesla, ja. Stimmt, könnte sein. Könnte sein. Aber die bauen das parallel, das kann auch sein. Genau, aber es wird trotzdem, es ist marketingmäßig, der Roadster muss das Beste drin haben, was auf dem Markt ist. Ja. Nun, was haben wir noch? Also was oder schreibt ihr euch mal, schreibt ihr doch mal, ihr wisst manchmal sogar, ihr wisst meistens mehr als wir. Genau. Ja. Schreibt ihr mal rein, was ihr denkt und was ihr wisst. Genau. In die Kommentare. Alles nur Gerüchte momentan, glaube ich, nichts offen. Ist doch mal Motor, oder? Was wir mal machen. Ja, Motor ist, ja klar, drei Motoren. Also auf jeden Fall hinten im Heck zwei, vorne ein Motor. Was halt revolutionär in dem Motor ist halt, dass tatsächlich, also fangen wir mal so an. Also die haben ja eine unglaublich hohe Leistung. Also man hat ja Daten angegeben wie 23 Stundenkilometer Endgeschwindigkeit, 2,1 Sekunden auf 100, also unglaubliche Beschleunigungswerte. Und ich glaube, das sind auch so diese Fakten, die letzten Endes... die Kaffeemaschine. Kaffeemaschine. Aber hat schon vier Kaffees getrunken, oder waren es fünf? Mindestens. Und die muss jetzt sich ein bisschen hier ausspülen. Ja. Genau. So einen Stress hatte die in letzter Zeit nicht. Also wenn du so eine Presse hörst oder überhaupt mal ein bisschen guckst, dann hat man das Gefühl, das dreht sich alles nur um diese 0 auf 100 Zeiten, ja, und 23 Stundenkilometer, was meiner Meinung nach eigentlich, ja, also, wer braucht sowas? Aber das ist alles so Marketing, ja, also man muss so sehen, dass so ein, also erst kam das Model S, dann kam halt ein Taycan, was ein bisschen oben drauf gesetzt hat und jetzt hat Tesla wieder geantwortet mit dem Play, ne, und jetzt sind die wieder on top, so, das ist ein bisschen so hin und her. Ja, also es ist praktisch für alte Männer, ja, das ist alte Männer Befriedigung. Genau, ungefähr. So, und jetzt ist es so, was haben die neu gemacht? Also unglaubliche Leistungen abgerufen, die aber normalerweise technisch in so einem Motor kaum machbar sind. Also wir haben ja, glaube ich, am Rad 10.000 Newtonmeter, also an Drehmoment. Und wenn du das jetzt alles umrechnest, was die in dem Motor haben, die glaube ich 20.000 Umdrehungen, was die bringen müssen. Und das würde der Stahl einfach nicht aushalten. Also das kannst du nicht machen. Und was die, glaube ich, neu gemacht haben, die Technik ist zwar auch nicht neu, aber Tesla ist der erste Hersteller, der das macht, ist ja dieses Carbon Bandage, also dieses, die haben das quasi in Carbon, den Rotor eingebettet, also korrigiert mich, wenn ich da wirklich falsch liege, um einfach diesen Druck, diese Belastung der Rotation der Fliehkräfte einfach entgegenzuwirken und dass der Motor nicht auseinanderfliegt. Ja, also Stahl würde es nicht aushalten. Und das ist schon was Neues. Also das ist schon so, wo du sagst, okay, jetzt haben sie wieder mal eine Latte oben drauf gesetzt an Technik und ich glaube, dass diese Technologie wird in 10 Jahren hat das jedes E-Auto. Und wir brauchen auch kein Getriebe dafür, ne? Weil der Taycan braucht genau noch ein Getriebe. Genau, und das kommt noch dazu, jetzt muss man so sehen, Getriebe ist auch so ein Punkt, ja. Die haben das auch anders gesetzt, also Elon hat es, glaube ich, mal ganz kurz geteasert, dass er sagt, man muss es erlebt haben. Also man kann es nicht beschreiben, wie die das jetzt gemanagt haben, aber die Motoren schalten zu bestimmten Zeitpunkten noch einen oben drauf. Und du kennst das vielleicht, beim Porsche Taycan ist ja ein Zweiganggetriebe drin. Ja? Das heißt, du fährst mit dem Auto, die Anfahrt ist relativ gemütlich, in Anführungszeichen. Ja? Also beim Tesla springst du schneller raus. Und dann kommt der Porsche von unten und dann ist natürlich, der große Moment vom Porsche ist ja dann, wenn er den zweiten Gang schaltet bei 140, weil da hat er nochmal so einen Drehmoment, was er nochmal raushaut und deshalb geht er oben relativ gut. Also von 0 auf 200 ist, glaube ich, auch schneller deshalb. So, die Teslas haben ja alle Einganggetriebe und man hat immer früher das Gefühl gehabt, 0 auf 150, Bombe, ja, und danach fängt es dann halt irgendwie, hast gesagt, da geht die Luft aus. Aber das ist halt nicht mehr so, weil sie es jetzt anders gelöst haben, weil die Motoren viel, viel mehr Leistung haben, was sie abrufen hier, können sie oben noch draufsetzen. Ja? Und das heißt, du hast das Gefühl, am Gummiband gezogen zu werden bis 250
quasi. Was man ja täglich fährt auf der Autobahn, ja. Vor allem alte Männer. Ja, das, es ist, keiner braucht das, muss man ehrlich so sagen, ja, in unserem Alltag. Aber ich finde trotzdem, dass das wichtig ist, dass wir uns entwickeln, weil man sieht ja immer, Technologie wird von oben nach unten runter verkauft. Also alles, was wir entwickelt haben, ob das Airbags früher mal waren, das war alles in den teuren Autos drin und später haben es alle dann mit reingenommen. Also wir brauchen Entwicklung. Wir brauchen solche unnötigen Autos, damit wir uns weiterentwickeln und damit die Technologie besser wird. Damit wird die Frage ja beantwortet vom Thumbnail, oder? Ich hoffe, das ist das richtig alles. Nee, hast du recht. Ne? Weil genau. Und die Leute, die es sich leisten können, sollen es halt auch bezahlen. Absolut. Und also hier, es gibt auch Leute, die kaufen sich Hypercar für eine Million Dollar. Ja? Also, und wenn du so willst, ist ein Model S dagegen ja günstig, also wenn man so will, was das Leistungen abruft. Ja? Also ob wir es wirklich brauchen, nee, wahrscheinlich nicht. Ja. Gut, Motoren, jetzt, was haben wir noch? Karosserie, also Form außen hat sich nichts, glaube ich, im Diffusorbereich hinten hat sich was geändert. Vorne auch die Schürze ist auch so. Ja, Schürze, also ein paar Kleinigkeiten, um auf den, genau, weil letztendlich der CW-Wert ist sehr, sehr günstig. Und das ist auch so ein Punkt, möchte ich mal drauf eingehen. CW-Wert ist immer relativ wichtig und das wird auf verschiedene Arten gemessen. Das ist genauso wie von 0 auf 100 die Zeiten. Wir wissen ja, Tesla misst es ja beim Anrollen. Also ich glaube, die ersten 15 cm werden nicht genommen und dann dadurch erreichen die bessere Zeiten. Und in Deutschland misst man wirklich vom Stillstand. Ja? Mhm. Beim CW-Wert gibt es auch so ein bisschen so eine Art Tricksereien. Manche messen das einfach im Windkanal ohne drehende Räder und das macht relativ viel aus. Mhm. Also rollende Räder, weil die erzeugen ja für Luftverwirbelung, dadurch ist der CW-Wert. Und das soll angeblich 5-10% je nachdem ausmachen. Ja. Und dadurch kommen halt manche Autos, zum Beispiel wie diese neue Mercedes, kommen die auf 0,20, was sich schon sehr verwundert hat. Ja. Gut, tolles Auto, keine Frage. Ja. Aber es ist halt immer die Frage, wie kommst du auf diese Werte? Mhm. Und Tesla hat jetzt auch 0,208, glaube ich, angegeben, aber mit rollenden Rädern. Und das haben sie jetzt explizit hingeschrieben. Mhm. Das heißt, die haben es tatsächlich mitrollen lassen. Ja. Also richtig mitrollen lassen, mit voller Geschwindigkeit. Mhm. Nur so viel dazu. Aber vielleicht gibt es Experten, die das besser wissen, wie das sich wirklich physikalisch verhält. Ja. Du als IT-Experte, du weißt das bestimmt. Nee, nicht so sehr. Aber das ist mir auch so aufgefallen. Habe ich das gar nicht gewusst mit den rollenden Rädern. Habe ich echt nicht gewusst. Ja, also mit oder ohne. Dankeschön. Und wie gesagt, das ist, also da haben sie zum CW-Wert zurück. Unser Model S haben alle 0,24, glaube ich. Jetzt 0,24, beim Model 3 0,23. Du sagst unser Model S? Also hast du schon geteasert, was du hast? Nee, ich habe noch ein Model S, habe ich ja noch. Also habe ich ja noch. Offiziell habe ich es noch. Okay. Oh, wir sind so gespannt, was er für ein Auto hat. Ja, genau. Also, du hast ja so ein Blade geholt, gell? Du hast es eingeschossen, oder? Hätte ich aber in Amerika haben müssen. Also es wurde tatsächlich ausgeliefert, aber nicht für Europäer. So. Und im Prinzip, die Model S 0,24, glaube ich, ist ein phänomenaler Wert. Und jetzt auf 0,20, also die müssen schon was gedreht haben. Ja, irgendwo an der Karosserie ein bisschen. Ja, cool. Sonst, glaube ich, fällt mir jetzt nichts Gutes ein. Im Vergleich zu den anderen, ja, wenn ich mir so die ganzen anderen E-Autos angucke, die da so rauskommen, Audi, Porsche ist jetzt auch schon ein paar Mal, wahrscheinlich hat es ein Porsche, sieht gut aus mit Porsche, dass sie einfach auftrumpfen mit Bildschirmen, ja, mit Anzahl von Bildschirmen. Ja, das ist ja alles so, mit der SQS, wie heißt es? EQS. Ne? EQS. Ja, ja. EQS, genau. EQS, glaube ich. Ja, EQS, ja, auch alles voll mit Bildschirm gepackt. Ne? Ja. Wobei, wenn man die dann bedient, ist alles langsam, ne? Was du schon gesagt genau. hast. Ne? Genau. Da gibt es Videos, die das verglichen haben. Ja, die machen sich richtig Mühe. Auch. Also, ich habe es selber nicht gesehen, aber auch noch Videos. Das ist ja mein Eindruck. Ja, man versucht halt eben alles mit Bildschirm vollzustopfen und vielleicht LEDs und man kann die Lichter alle einstellen und so. Und genau. Das ist dann das. Und das Noise Canceling, die Verarbeitung und die Türen, das ist alles viel satter und alles viel dichter als bei Tesla. Ja. Ist so. Ja. Also, wir wollen gar nicht wegdiskutieren. Wir können Autos bauen. Das ist Karosserie können wir. Das muss man so sagen. Ja. Ja. Und auch Verarbeitung und also je nachdem, wie du drauf stehst. Genau. Aber für mich ist auch Qualität, das habe ich schon oft betont, Qualität ist nicht nur, sind nicht nur Spaltmaße und nicht nur, keine Ahnung, jetzt Nähte irgendwo im Leder, sondern für mich ist Qualität auch die Software, die dahinter ist. Weil meiner Meinung nach gehen wir in eine Zukunft, wo Software immer mehr und mehr eine Rolle spielt. Und wer das nicht kann, der wird halt verschwinden oder wird von anderen geschluckt. Und das ist, glaube ich, so Tesla Stärke, das haben sie oft gezeigt. Also wenn du jetzt diese EQS-Videos anguckst oder von Taycan, dann siehst du eindeutig, das ist, die bauen zwar jetzt, irgendwie hast du das Gefühl, Tesla hat ein Bildschirm jetzt bei Model 3 zum Beispiel in der Mitte und die anderen machen dann 4 Bildschirme rein, aber die sind in der Quantität mehr, aber in der Qualität auf keinen Fall. Und das ist halt heute relativ wichtig. Man will ja dieses Gefühl haben, ich sitze in einem 250.000 Euro teuren Porsche, je nachdem, welche Ausstattung du kaufst, und das ein Display dort, was immer noch leckt. Du kannst das Auto toll fahren, aber irgendwie sind diese IT-Funktionen einfach nicht da, wie du es erwartest. Mhm.
Und natürlich sieht jetzt einer, der gerade das Fahrgefühl haben will und diese ganze Computergeschichte nicht haben will, der sagt, der Porsche ist halt viel cooler, weil das bessere Fahrwerk hat, was es ja hat. Ja, aber das ist halt der Punkt. Und da bin ich halt anders oder denke ich halt anders, wie andere auch. Weil meiner Meinung nach wird es in Zukunft, klar, wird Porsche noch geben, es wird Liebhaber geben, aber die Masse der Menschen wird einfach nur ein Blech drumherum haben mit einer intelligenten Software. Die werden einsteigen, die werden in ihr Handy sagen, ich will nach Hamburg fahren, dann fährt dieses Auto autonom nach Hamburg und das interessiert keinen mehr, was für Spaltmassen das sind, weil das Auto, du wirst ein Abo haben und du wirst von A nach B kommen. Du wirst mobil sein, aber das Auto wirst du nicht mehr besitzen. Ja. Also wir reden gleich. Entschuldigung, nochmal über Porsche reden. Ich weiß, wo ich schwach werden würde, wenn es jetzt den 911er voll elektrisch geben würde, weil ich finde diesen 911er einfach toll. Ja. Der Taycan gefällt mir überhaupt nicht, das ist meine Meinung. Ja. Aber der 911er, wenn die Originalform 911er, Targa, ja, den elektrisch, und wenn es dann keinen Tesla Roadster geben würde, dann wäre ich wahrscheinlich, könnte ich schwach werden. Wäre mir das auch egal, ob der Bildschirm langsamer ist. Genau. Ja. Gut, das ist halt, die Frage ist halt, genau, der Punkt ist halt, willst du ein E-Auto, also ein Auto mit einem E-Motor, mit einem guten Akku und Reichweite, oder willst du halt einen Tesla? Und da kommt, das fällt mir gerade auf den Punkt ein dazu. Das ist auch gerade unter euch vielleicht Leute, die jetzt neu sind auf dem Gebiet E-Mobilität. Trennt euch von dem Gedanken, momentan zumindest noch, dass ein Elektroauto nur das Elektroauto an sich ist. Wenn du in die E-Mobilität einsteigen willst, musst du sowohl an das Auto denken, was hat das für Leistungen, was hat das für Reichweite und so weiter, als auch an die Ladeinfrastruktur. Mhm. Und wir vergessen, und ich vergesse das auch noch oft, weil das so selbstverständlich ist, dass Tesla mit Abstand, also wirklich mit weitem Abstand, die beste Ladeinfrastruktur hat. Es ist am einfachsten. Ich kann euch Geschichten erzählen, weil meine Frau ist ja eigentlich ein ganz normaler Mensch, nicht so nerdig wie ich oder wir. Und die interessiert sich überhaupt nicht für dieses ganze Ladesystem. Also die will da einfach einsteigen und fahren. Mhm. So, und sie nutzt das Supercharger-Netzwerk von Tesla mit ihrem Model 3. Und sie muss keine Karte hinhalten, sie muss nicht einen Plan B machen, sie muss nicht irgendwas eintippen. Sie gibt ein, ich will nach Frankreich, jetzt Mittelmeer, nach Marseille, so. Und dann sagt das Auto genau, wo, wann sie halten muss und wie lange sie laden muss. Und das ist super easy. Mhm. So, und das gibt es halt bei anderen noch nicht. Ja. So einfach. Das wird auch so eine Geschichte erzählt von ihr, ne? Ja. Aber sie ist ja schon so cool, dass sie einfach mit nur 1% Restladung plant, an Supercharger zu fahren, gell? Genau. Und also, dann ist aber an der Ausfahrt vorbeigefahren. Ja, tatsächlich. Also es war so ein Fall, sie hat meinen Sohn dann in die Wohnung gefahren und dann hat sie vergessen, zu Hause zu laden. Auf jeden Fall war so viel drin, dass sie nach Mücke, also das Hintergießen nach Mücke gekommen wäre. Dann hat sie die Ausfahrt verpasst und dann hätte es nicht mehr gereicht. Also das Auto hat gesagt, jetzt musst du Umweg fahren und reicht aber nicht so. Ja, und dann hat sie mich angerufen, was mache ich jetzt? Weil sie es nie gewohnt war, sowas zu erleben. Mhm. Und dann musste ich halt sagen, okay, jetzt musst du an eine andere Ladestation gehen, also woanders rausfahren. So, und dementsprechend dann, das ging auch. Mein Sohn war ja auch dabei und der ist technisch affiner. Und dann haben sie nach der Nummer geguckt, nach der Säule, und ich konnte es über eine App aus der Ferne mit dem Handy freischalten. Aber sie hat mir da gesagt, sie wäre völlig aufgeschmissen gewesen, weil sie sich nicht mit dem Thema beschäftigen will. Sie will nicht 3 verschiedene Ladekarten haben mit verschiedenen Ladetarifen und keine Ahnung, dann geht die Säule nicht, weißt du, weil auf der anderen Seite der Autobahn geht sie dann auf einmal wieder. Also dieser ganze Stress, ich verstehe die Menschen, die nicht in E-Mobilität wollen, weil sie diesen Stress nicht haben wollen. Mhm. Also die wollen einfach nur laden und fahren, fertig. Und das kannst du nur, de facto, heute nur mit Tesla. Ja. Also in dieser Bequemlichkeit. Und das darf man in der E-Mobilität leider nicht vergessen. Wir müssen gucken, dass wir nicht nur Autos bauen, wir müssen gucken, dass wir viel, viel, viel Geld in die Ladeinfrastruktur stecken. Und vor allem in die Simplizität der Ladeinfrastruktur. Ja, aber das ist, was jetzt gekommen ist vom Scheuer, ist ja so, dass Tesla aufgefordert wird, seine Ladeinfrastruktur den anderen zu öffnen. Ja, das leidige Thema, ja. Jetzt sieht man wieder, also wir wissen ja, Tesla hatte ja das schon lange angeboten, lange, lange Jahre her, wo Tesla gesagt hat, ihr könnt alle doch bei uns mitmachen, wir haben ja schon angefangen. Mhm. Und nimmt einfach unser Ladestandard an, was die deutschen Hersteller nicht wollten. Genau, übrigens. Dann haben sie dann CCS durchgesetzt. Was ja auch nicht verkehrt ist an sich. Aber das ist schon ein paar Jahre zurück. Genau, ist die bessere Technik, muss man sagen, ist in Ordnung. Allerdings ist es so, man hätte was zusammen machen können. So. Und nee, aber da war man halt doch so stolz zu sagen, nee, wir machen was Eigenes. Und jetzt kommt das Problem, jetzt sieht man, Ionity-Netzwerk, funktioniert, viel zu teuer, die Leute sind sauer. Mittlerweile kostet über 70 Cent Kilowattstunde, wenn du kein Abo hast. So, und dann kommen die Großgeschrei, soll doch Tesla doch mitladen dürfen, Aber Tesla muss das ja auch lösen. Also, erstens haben wir ein Problem, Tesla würde logischerweise für diese Menschen ja auch mehr verlangen, weil bei uns ist das irgendwo im Autopreis mit eingepreist. Also, wir bezahlen ja für diese Ladeinfrastruktur im Autopreis ja mit.
Und für die anderen, die müssten on top bezahlen. Also das wäre wahrscheinlich genauso teuer wie IBT. Genau. Zweitens Abrechnungssystem. Bei uns ist das Problem, also wir haben ja eigentlich, jeder Tesla-Fahrer hat ein Tesla-Konto und da ist eine Kreditkarte hinterlegt und da wird automatisch abgebucht. Also das Auto kommuniziert mit Tesla und du hast gar nichts damit zu tun. Wird einfach abgebucht. Die anderen müssten dann über so Roaming-Partner, also wie auch immer, müsste es funktionieren, dass das auch abgerechnet wird. Also du bräuchtest schon mal ein Abrechnungssystem in der Ladesäule. Mhm. Das heißt, Tesla müsste die Kosten selbst aufwenden, um das zu errichten. Also ich sehe da keinen Business Case momentan für Tesla da drin. Ja, und die Hersteller müssen das auch dann irgendwie softwaretechnisch einrichten, dass die über die Tesla-Ladestation abrechnen. Ganz genau, das kommt ja noch. Autos. Und ich glaube nicht, dass Tesla seine Software öffnet für das, sondern ganz genau. Da muss es eine Schnittstelle geben. Ganz genau. Also das wird wirklich schwierig. Also, das wird wirklich schwierig. Und wir hätten das damals packen können, ja, gemeinsam, sage ich mal, alle Hersteller. Mhm. Heute sehe ich da, glaube ich, auch nicht viele Möglichkeiten. Wobei Elon hat immer wieder gesagt, wenn sie sich finanziell beteiligen an den Investitionskosten, klar, kein Problem. Klar. Aber das sind, dann reden wir über Milliarden. Ja, auf jeden Fall. Und man sieht ja auch immer, jetzt Tesla hat jetzt vor kurzem, glaube ich, die tausendste Ladepunkte in Deutschland, Supercharger, eröffnet und es sind, glaube ich, 90 Ladestationen, also zum Teil sogar mit 40 Ladesäulen haben wir, zum Teil 40. Mhm. Und Ionity ist jetzt auf dem Stand, glaube ich, 450 Ladepunkte, 60 Stationen, glaube ich so, schlag mich jetzt nicht so ungefähr. Wir brauchen mehr. Wir brauchen auch nicht nur Ionity, wir haben auch andere, wir haben auch viele andere, ja, die funktionieren. Aber wir brauchen nicht nur die Anzahl der Ladestationen, sondern für die Masse der Menschen brauchen wir die Einfachheit, die Simplizität, nicht drüber nachzudenken, 5 verschiedene Karten mitzuführen, verschiedene Gebühren zu haben. Es muss viel, viel einfacher werden. Ja, es sind ja ein paar Leute dabei, die verlangen ja fast schon 1 Euro pro Kilowattstunde. Ja, das ist unverschämt halt. Das ist ja teurer als Benzin. Das ist, ich habe auch, ja, da müssen sie halt ein anderes Geschäftskonzept aufbauen. Da müssen sie halt auch bei VW und Mercedes mit in die Preise einpreisen, das Ganze. Weil die Leute werden nicht wegen 9000 Euro Förderung, das ist auch so ein Punkt, wegen 9000 Euro Elektroauto Förderung, wird keiner sich ein Auto kaufen und nachher über die Energiekosten das wieder kaputt zu machen. Die Leute sehen eher, glaube ich, die Energiekosten als Antreiber und würden sich dann lieber trotzdem die Förderung weglassen und lieber die ganze Kohle in die Energiekosten rein. Also ich hätte lieber gesehen, wenn wir das jetzt nicht gefördert hätten oder vielleicht nicht in diesem Umfang von 9000 Euro und dafür gesagt, komm, wir stecken aber dafür mehr Milliarden, sage ich mal, in die Ladeinfrastruktur, beziehungsweise in die Subvention der Preise. Das könnte man irgendwie lösen. Aber ja, ich glaube, wir sind abgeschwurft. Ja, stimmt. Was war eigentlich das Thema? Model S. Model S, ja. Ja. Aber man kommt automatisch in diese... Ja, automatisch rein, ja, genau. Ist einfach so, ja. So, genau, bisschen Exkursion mal in die... Ja, genau. Schreibt auch mal in die Kommentare rein, was ihr vom neuen Model S haltet. Würdet ihr euch eins kaufen wollen, wenn ihr das Geld hättet? Ja. Und würdet ihr euch eins kaufen, wenn ihr das Geld habt? Oder seht ihr das so revolutionär? Oder ist das wirklich so ein Auto, was jetzt wieder on top in der E-Mobilität ist? Technologisch, das ist ja interessant, weil das ist ja, Tesla sagt, das ist das allerbeste Auto momentan. Mhm. Ja? Oder Auto in Anführungszeichen, wie gesagt. Oder wie seht ihr das? Seht ihr ja so, dass Porsche vielleicht noch vorne ist? Oder Mercedes, EQS, viel besser. Das kann ja durchaus sein. Ab in die Kommentare. Und abonnieren nicht vergessen. Glocke drücken und so weiter. Und jetzt machen wir dann ein neues Auto. Ach nee, wir machen jetzt erst noch ein Bitcoin-Video. Ne? No, ein Bitcoin. Das war ganz anderes. Da machen wir uns mal ganz jung, oder? Ja. Schon mal als Vorwarnung, weil ihr werdet doch denken, habt ihr eine neue App entdeckt oder so? Ja, haben wir ja. Oder Grabo hat eine neue App entdeckt, ja. Wir machen uns im neuen Video mal ganz jung. Genau. Also so, wie wir eigentlich innerlich sind, oder? Genau. Jung gebliebene, kleine Jungs. Macht's mal gut. Bis die Tage. Ciao, ciao. Das ist so geil. Das ist also Kenny Rogers. Kennst du den Sänger Kenny Rogers? Ja, aber du siehst so Kenny aus, ja. Ist der so ein Typ, der im 10 Jahre im Wald war, weißt du, wie er so rauskommt. Ja. Wo ist das Facebook? Ah, hier kannst du es gut weg. Ja, ich schicke das weg. Du hast gesagt, haben die Face-App entdeckt, die Jungs, ne? Ja, okay. Kommt die Kommentare drunter, hat ein neues Spielzeug gefunden. Oh Mann. Mann. Ach du Kacke.